Hallo, herzlich willkommen beim InstaDriver Autobahn Reichweiten- und Verbrauchscheck. Wir haben heute den MG ZS EV bei uns und werden den Winterverbrauchstest machen. Ja, wir haben 6 Grad, es ist Sonnenschein, wir haben keinen Wind, das heißt optimale Voraussetzungen, um eigentlich sehr gute Verbrauchswerte zu erzielen. Und wir werden uns heute anschauen bei 100 km/h, 130 km/h und dann darüber. Und werden uns die Verbrauchswerte anschauen im Economic Mode und im Sportmodus. Gut, dann starten wir los. Okay, wir sind auf der Autobahn und starten jetzt unseren Test. Wir schalten noch in Eco-Modus. Eco-Mode. Und setzen jetzt die Zähler zurück. So, schauen wir mal hier. Jetzt setzen wir die Zähler zurück. Und wir werden jetzt mit 100 km/h bis, also in einem Fenster zwischen 100 km/h und 110 km/h möchte ich mich bewegen. Langsamere LKWs werden wir überholen. Aber falls wir überholen, werden wir das nicht rasch tun, sondern einfach gemütlich, sodass wir nicht zu fest in das Strompedal steigen müssen. Wir wollen ja doch einen, den besten Wert hier erzielen, was wirklich möglich ist, wenn man versucht, es darauf ankommen zu lassen, wenn man wirklich viel Reichweite haben möchte mit 100 km/h. Das probieren wir jetzt aus. Den Tempomaten werde ich nicht einschalten, weil das Problem mit dem Tempomaten ist, sobald wir den einschalten, er benutzt keine Rekuperation mit dem Tempomaten. Warum er das macht, weiß ich nicht. Vielleicht liegt das dass das Fahrzeug von einer Verbrennerplattform stammt. Sobald wir den Tempomaten aktiviert haben, benutzt er die Bremsen zum Runterbremsen und nicht das Rekuperieren, also die Motorbremswirkung vom Elektromotor. Keine Ahnung, warum er das macht. Ist schade, aber ist so. Deswegen kein Tempomat und wir fahren selber. Die Strecke habe ich gewählt, ein bisschen hügelig. Also es ist jetzt nicht, es geht nicht steil bergauf, es geht nicht steil bergab, aber es geht auch nicht nur komplett flach hin. Also ich will wirklich einen alltäglichen Test machen und es geht ganz leicht, manchmal bergauf, manchmal bergab. So wie es halt ist auf einer Autobahn. Alright, wir sind jetzt dann circa im Durchschnitt 100 km/h gefahren, also 99 km/h genau im Durchschnitt. Ihr seht sogar, ich war fleißig, ich habe keine Heizung benutzt, die Heizung, Sitzheizung, alles aus. Gerade das Navigationssystem habe ich an, aber gut, man braucht heute nicht wirklich eine Heizung, denn es ist sehr warm im Auto. Ich werde es jetzt trotzdem mal wieder aufdrehen, weil einfach die Scheiben hier anlaufen. Okay, wir haben 19 Kilowattstunden verbraucht. Gut, wir schalten jetzt auf Normal. Setzen die Zähler zurück und machen jetzt 130 km/h. So, beschleunigen wir mal raus. So, jawohl. Beschleunigung ist recht gut bei dem Fahrzeug. Selbst noch auf der Autobahn. Also ist durchaus für die, also er hat 143 PS und für diese 143 PS und die Größe des Fahrzeugs beschleunigt er gut. Mehr dazu gibt es auch in unserem, also im Test. Ich habe ihn ja vor kurzem ausführlich durchgetestet, den MG. Und ich verlinke euch das Video gleich mal hier oben, wenn ihr es sehen möchtet. Da haben wir alles durchgetestet. Die Ladung, Vampirverlust, die Geräusche im Innenraum, wie laut ist es hier drinnen. Und ja, falls ihr es sehen wollt, klickt auf das Video. Würde mich freuen, wenn ihr abonniert, wenn ihr liked den Kanal. Ich mache jetzt mehrere Tests und es kommen interessante Elektroautos. Nun, jetzt hier zu der Fahrt. 130 km/h. Es gibt natürlich noch welche, die sind schneller unterwegs als wir. Aber ich versuche eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 130 zu halten, um einen guten Verbrauchswert hier zu ermitteln. Ja, wir haben von der Temperatur immer noch 6 Grad. Ja, ich muss auf meine Uhr schauen, weil es gibt hier keine Außentemperaturanzeige, auch keine Innentemperaturanzeige. Ein bisschen schade bei diesem Auto, aber dafür hat ein EV-Fahrer ja seine Apple Watch. Ja.
Ja, wir haben jetzt unsere Teststrecke beendet und also ich habe versucht, so schnell zu fahren, wie es möglich war. Es war doch mehr Verkehr, aber wir waren oft bei 140, also wahrscheinlich beim fast am Maximum, was das Auto hergibt. Ja, insgesamt haben wir jetzt, sagt er, 29 Kilowattstunden verbraucht. Im Durchschnitt sind wir 130 km/h gefahren, weil manchmal konnten wir gar nicht so schnell fahren. Das ist jetzt dann schon sehr hoch. Er zeigt mir auch schon wieder an, dass ich laden muss. Und dabei war ich erst laden. Ich weiß nicht, was da los ist. Also, wir sind gestartet mit 120 Kilometer oder sowas Reichweite. Jetzt sind wir 48 Kilometer gefahren und jetzt haben wir 39 Kilometer Reichweite. Puh, das ist schon heftig, ja. Gut, 29, er sagt schon wieder laden. Naja. Gut. 29,1 Kilowattstunden und ja, wir müssen laden. So, wir kommen zu den Winterreichweiten-Testergebnissen. Nun, zuerst ein Blick noch auf die Reifendimensionen. 215 50 R17 mit 2,7 bar Reifendruck. Nun, in unserem ersten Testzyklus mit einem Durchschnittstempo von 100 km/h haben wir 19 Kilowattstunden auf 100 km verbraucht. Das würde mit der 44,5 Kilowattstunden großen Batterie Nettokapazität würde das 234 Kilometer Reichweite ergeben. Damit denke ich, ist die Strecke, die wir einplanen können, 210 Kilometer im Winter. In unserem zweiten Testzyklus bei einem Durchschnittstempo von 130 km/h, wobei wir zwischen 125 und 140 km/h gefahren sind, haben wir 29,1 Kilowattstunden verbraucht auf 100 Kilometer, was eine Reichweite mit der Nettokapazität von 153 Kilometer geben würde. Also ich denke, 135 Kilometer können wir hier einplanen, wobei ich doch ein wenig vorsichtig wäre, wenn man die Maximalgeschwindigkeit hier etwas länger fährt. Ja, das waren die Werte auf der Autobahn. Auch in der Stadt habe ich mir die Reichweite angesehen. Ich bin in meinem Testzeitraum 159 Kilometer gefahren und habe dabei einen Durchschnittswert von 21,8 Kilowattstunden verbraucht. Nun, ich bin nicht sparsam gefahren, ich hatte Spaß, habe oft beschleunigt von 0 auf 50, auch mal 0 auf 70, 0 auf 80 dabei im Umland. Im Durchschnitt waren es dann 34 km/h, die ich gefahren bin und ja, 21,8 Kilowattstunden, womit wir dann bei der Nettokapazität ca. 200 Kilometer weit kommen würden. Ja, das ist der MG. Ich denke, er tut sich noch ein bisschen schwer mit dem europäischen Winter. Ich bin dann gespannt, was die Sommerverbrauchswerte sind. Ja, falls ihr mehr von den Verbrauchstests und Autotests sehen wollt, abonniert den Kanal, schaltet ein, fahrt elektrisch und liebt das Leben. Bis zum nächsten Mal, euer Matthias. Ciao.